Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es im Landkreis Ingolstadt gekommen. Ein 18-Jähriger wurde nach einem Crash in seinem Kleintransporter eingeklemmt. Die Hilfe der Feuerwehr kam zu spät. Schrubbenhausen, ein 18-jähriger Mann aus dem Raum Augsburg, befuhr die B300 mit seinem Firmenkleintransporter, Marke Mercedes, aus Richtung Ingolstadt in Fahrtrichtung Augsburg. Wie die Polizeiinspektion Schrubbenhausen berichtet, kurz vor der Abfahrt Schrubbenhausen-Mitte fuhr er aus unerklärlichen Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden 40T-Sattelzug einer französischen Firma, der von einem 53-jährigen Portugiesen gefahren wurde. Dieser versuchte noch durch Ausweichen und einer Vollbremsung den Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Es gelang ihm jedoch nicht mehr. 18-Jähriger in seinem Wagen eingeklemmt. Zeugenaussagen bestätigten, dass der Fahrer des Kleintransporters auf die Gegenfahrbahn fuhr. Der 18-Jährige wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in seinem Fahrzeug eingeklemmt und vermutlich sofort getötet. Der Leichnam wurde durch die Feuerwehr Schrubbenhausen geborgen. Zu einem weiteren tödlichen Verkehrsunfall ist es am Donnerstag im Landkreis Bamberg gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Schrubbenhausen war mit ca. 30 Einsatzkräften zur Bergung und Verkehrsabsicherung im Einsatz. Der Schaden dürfte sich bei dem Sattelzug auf ca. 100.000 Euro und bei dem Kleintransporter auf ca. 20.000 Euro belaufen. Die B300 wurde total gesperrt. Der Verkehr wurde über das Stadtgebiet Schrubbenhausen umgeleitet. Die Sperre der B300 dauert im Moment wegen der Bergung des Sattelzuges noch bis ca. 16.30 Uhr an. Morgen erfolgt eine weitere einseitige Sperrung der Bundesstraße, weil im Bereich der Unfallstelle Erdarbeiten erforderlich sind. Der Fahrer des Sattelzuges wurde nicht verletzt. MTZ Rubrik Listenbild, Copyright Symbol Picture Alliance, Deutsche Presseagentur.